Winterfest 2023 startet in Fortnite und natürlich wie immer ist es eine schöne, herzliche Zeit. Nach dem ganzen Tumult mit dem Lego Racing Modus und Festival haben wir jetzt eine Menge Content und Fortnite geht in die Winterpause. Das fette Update, was wir runtergeladen haben, hatte eine Menge Stuff drin und natürlich auch viele Geschenke und Sachen, die wir dort natürlich dann freischalten können. Ich erzähle euch alles rund um Winterfest. Wird es eine Winterhütte geben oder was hat das mit auf sich? Wo kriegt ihr die ganzen Items? Erzähle ich euch alles und in diesem Sinne ein Alright, Leute, wir kommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, Valentin. Mittagsaktiv, denke ich mal. Wenn ihr dieses Video seht, ist das Sabaton-Stream wahrscheinlich schon zu Ende. Wir sind hier im letzten Tag gerade drinnen, ne, mit 920 Stunden knapp sind wir jetzt am Stück durchgängig live und die letzten Stunden ticken runter. Und natürlich an dieser Stelle kann ich nur sagen, Dankeschön für ein absolut insanes Event. 40 Tage durchgängig live zu sein, nur durch euren Support. Wir haben, glaube ich, alles aus Fortnite rausgeholt, was man rausholen konnte. Wir werden nie wieder so eine Zeit haben, wo wir so viel Content am Stück haben, wie wir es jetzt bekommen haben. Und deswegen war es für mich der perfekte Zeitraum, wirklich mal einen 30-Tage-Stream anzusetzen und für mich einen krassen Rekord aufzustellen. Und an dieser Stelle natürlich vielen, vielen, vielen Dank für diese absolut insanen Zahlen, ne, die wir erreicht haben mit 15 Millionen Views auf TikTok, 2,5 Millionen Views auf Twitch, über 3 Millionen auf YouTube und so weiter. Ne. Irgendwo kombiniert über 20 Millionen Menschen haben irgendwie zugeguckt auf allen möglichen Plattformen. Es ist absoluter Wahnsinn und bin mega, mega happy, dass wir dieses Event durchgezogen haben. Aber genauso bin ich happy, dass wir jetzt auch in Fortnite so viel haben. Ne? Fortnite hat ja Update 28.01 released und deswegen kommen wir auch direkt zu Winterfest. Und da sind eine Menge neue Sachen gewesen, weil es ist das letzte Update in diesem Jahr. Außer die schieben noch 28.1 irgendwo in den nächsten 2-3 Wochen. Aber tatsächlich, dieses Update hat für bis Januar alles soweit vorbereitet und da ist alles drin. Und deswegen sind auch eine Menge Sachen dabei. Nicht nur natürlich Skin-Leaks wie die Ninja Turtles, die in das Spiel reinkommen sollen, mit einem ganzen Package, als auch April, sind nur ein paar der Kleinigkeiten. John Wick hat ja eine neue Variante bekommen, kommt ja auch in den Shop rein. Diverse Skin-Bundles mit Midas als Goldfisch in einem Glas. Obendrein Kellermeet, die kriegt endlich mal eine neue Skin-Variante. Ihr seht, ich blende es ja alles mal ein. Da sind auf jeden Fall eine Menge, Menge originelle Skins drin. Genauso auch wie die Packages, wie 5 Euro Starter-Paket, 10 Euro wie Quest-Paket, Rette die Welt-Starter-Paket und. Also da gibt es eine Menge Skin-Packages, die jetzt in den nächsten 3 bis 4 Wochen rauskommen. Fragt nicht, wann die Skins released werden. So offizielle Daten gibt es da nie dazu. Man kann nur darüber Gerüchte oder Vermutungen anstellen, aber letztendlich kommt es raus, wenn Epic Games das soweit released. Aber es sollte alles jetzt kurz vor Weihnachten tatsächlich passieren und nach rauskommen. Da haben wir doch schon auf jeden Fall ein paar Skins, die damit anfangen. Viel interessanter wird es natürlich dann aber auch mit dem Winterfest, was auch jetzt kurz vor Weihnachten starten soll. Ein richtiges offizielles Datum gibt es dazu nicht, aber wenn wir das aus der Vergangenheit einfach herausnehmen, können wir eigentlich ganz einfach daraus herableiten, dass Winterfest am 12.12. anfangen sollte. Also eigentlich nächsten Dienstag. Und da sollte das Ganze beginnen und dann entsprechend bis Ende des Jahres gehen. Weil üblicherweise war Winterfest immer so um die knapp 2,5 Wochen, damit man seine Geschenke da holen konnte. Bis 31.12. ging das dann bei Fortnite. Und wenn wir das jetzt hier in unseren Kalender schauen, ist es eigentlich der perfekte Startdatum, wo Fortnite das Ganze startet. Kann natürlich sich ein paar Tage abweichen, vielleicht Donnerstag, 14.12., je nachdem, weil Fortnite ja jetzt auch viele Modi released hat. Vielleicht wollen die da ein bisschen Luft lassen zwischen dem Ganzen und starten das Ganze am 14., weil wir kriegen ja auch 14 Tage Geschenke. 14 unterschiedliche Geschenke und da ist eine Menge dabei. Da komme ich aber gleich noch zu. Wenn ihr bei mir schon mal ein Geschenk machen wollt, Leute, ja, Weihnachten steht vor der Tür. Wir kriegen eine Menge neue Sachen wie Ninja Mutant Turtles oder was auch immer. Gerne Creator Code wieder erneuern. Ja, sind schon wieder 14 Tage um oder sonst was. Die Zeit vergeht schnell. Die 40 Tage hier im Sabaton genauso. Und so könnt ihr mir auch ein Weihnachtsgeschenk machen und mich supporten. Einmal zur Erinnerung, dass ihr mal einmal schaut, sobald ihr im Spiel seid und ob das Ding nicht rausgeflogen ist, weil das Ding fliegt immer sehr gerne raus. Neben dem Winterfest gibt es auch einen neuen limitierten Spielmodus in den Spieldateien, und zwar Ship It LTM. Da soll man anscheinend Pakete und Weihnachtspakete ausliefern, so ein bisschen angelehnt an Weihnachten, soll man ein bisschen wohl rumlaufen und das Ganze verteilen. Hört sich interessant an. Ob wir wirklich mal jetzt einen limitierten Zeitmodus im Battle Royale kriegen, puh, schwer zu sagen. Ne? Wir haben schon Ewigkeiten keinen Modus bekommen und wir hatten schon viele Modi, die mal aktualisiert wurden, wie Boden ist Lava oder sowas, aber kam ja nie rein. Deswegen bin ich echt mal gespannt, ob wir daraus wirklich einen Spielmodus bekommen. Genauso interessant wie dann auch das Ship It LTM Musikpaket, beziehungsweise auch Winterfest. Da sehen wir zum Beispiel auch das Logo von diesem LTM und diesem Spielmodus. Hört mal rein. Dreams come true for those in the know. Grab your merriest pickaxe, squad up and make all our wishes come true. Ready up.
Wenn Winterfest startet, wird sich auch der Lootpool ein bisschen aktualisieren. Und zwar soll auch der Ice Grappler aktiviert werden. Ich denke mal, auch der Eisgranatenwerfer bzw. der Schneeballwerfer sollte auch, denke ich mal, aktiv werden, wenn das so eigentlich das gleiche Muster haben wird. Aber das werden wir schauen, wie sich der Lootpool dahin ändert. Und dann natürlich die Geschenke. Kommen wir erstmal zu den Geschenken, was man freischalten kann, bevor wir zu der Winterhütte kommen. Ne, da gibt es ja auch so einige Sachen. Erstmal soll es wieder einmal 14 Geschenke geben und 2 Gratis-Skins. Oh ja, und die sind sogar ziemlich nice. Einmal Weihnachts-Busch-Ranger. Und der sieht goldig aus. Mit so Weihnachtshandschuhen, Weihnachtsdeko. Sieht auch ziemlich, ziemlich nice aus. Und seine Kollegen, der Weihnachtskarton-Skin. Beziehungsweise Boxy, ne, ist ja, glaube ich, der normale Stil. Und dann sieht man die auch in einer Weihnachtsvariante mit Weihnachtsgeschenke und Pakete und Geschenkband. Die wird man dann komplett kostenlos auf allen Plattformen freikriegen. Und das ist jetzt schon innerhalb eines Monats. 5 Gratis-Skins. Ja, wir haben schon in diesem Monat wahrscheinlich durch ganze Racing, Lego und was auch immer, haben wir jetzt schon den 5. Gratis-Skin erhalten. Also wer jetzt noch No-Skin ist, der hat wahrscheinlich das Spiel noch nie gespielt oder lügt die Leute an. Weil ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, läuft auch der rote Pilz ja noch bis Januar, oder? Man kann, glaube ich, immer noch den roten Pilz gratis bekommen. Der läuft ja auch noch bis Januar durch das Refer-A-Friend-Programm. Beachtet auch das, wenn ihr das immer noch nicht geholt habt. Dann habt ihr auch noch dort einen Gratis-Skin. Und ja, ist schon spannend, ist schon spannend. Ist gar nicht mal so schlecht, ne? Kann man sich gut ausstatten und ein bisschen seinen Spind fühlen. So, und dann kommt natürlich noch das Spannendste, auch noch weitere Geschenke, die man freischalten kann, wie Spitzhacken, Gleiter und was auch immer. Dazu gibt es eine kleine Liste. Ich blende das auch mal ein mit den ganzen Geschenken, die man freischalten kann. Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen das Ganze angucken. Für einige ist das Spoiler. Gut, was Skinleaks oder Gegenstände angeht, ob die in Geschenken drin sind oder nicht, ist in meinen Augen da auch wurscht, weil wir haben ja jetzt etwas ein anderes System, was die Winterhütte angeht. Und zwar scheint es so, dass wir nicht mehr in der Lobby eine Winterhütte mehr haben, wo wir unsere Geschenke aufmachen oder sonstiges, sondern es soll diesmal tatsächlich eine Wintermap geben. Eine begehbare und laufbare, spielbare Winterhütte, die man dann starten kann, so ähnlich wie den Lego-Modus. Die Frage dabei ist aber, wird man dort Geschenke öffnen können oder ist es einfach nur zum bisschen rumspielen? Weil schön und gut, dass diese Wintermap reinkommen soll oder diese Hütten-Map. Aber was willst du auf der Hütten-Map machen? Einfach nur die Hütte reinlaufen und dort ein bisschen rumlaufen und dabei nichts entdecken oder wird es da auch vielleicht irgendeine Verbindung geben? Weil diese 14-tage Geschenke wird man durch Aufgaben kriegen. Man muss Aufgaben erledigen und wenn man die erledigt, kriegt man die Geschenke freigeschaltet. Quasi im Aufgabenmenü wird das Ganze dann freigeschaltet werden. Aber wozu dann diese Weihnachtshütte? Und das macht mich ein bisschen skeptisch. Es wäre natürlich mega geil, wenn man diese ganzen Geschenke in dieser Weihnachtshütte, auf dieser Map, dass man die spielen muss. Und wenn man dann auf diese Map geht, dass man dort dann natürlich das Ganze freischaltet beziehungsweise dann die Geschenke öffnen kann. Das wäre eine coole Geschichte. Das wäre etwas, was ich mega, mega feiern würde und was Neues wäre vor allen Dingen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Aber letztendlich müssen wir warten und dann gucken wir mal, was diese Map betrifft, ob da was dahinter steckt. Ansonsten wird es einfach nur Battle Royale Aufgaben werden, die man erfüllen muss, um entsprechend seine Gratis-Items zu kriegen. Aber dafür Sergeant Winter. Sergeant Winter wird trotzdem auf der Map rumfahren und ho, ho, ho machen und dort natürlich wieder Geschenke werfen, links und rechts, wo man dann ein bisschen weiteren Loot kriegt. Als auch wahrscheinlich wird es auch als Item reinkommen, das Geschenk-Item, damit man es auch die selber placen kann irgendwo auf der Welt. Und ich glaube im Großen und Ganzen, auch wenn die Weihnachtshütte fehlt, ja Gott, sei es drum, Leute, guck mal, was wir sonst bekommen haben, wie viele Gratis-Skins wir sonst kriegen. Wer braucht da schon eine Weihnachtshütte, wenn du so oder so alles gratis kriegst? Und wenn ihr das cool machen mit dieser Map, wenn ihr das irgendwie in Verbindung steht, könnte daraus auch ein schönes Winterfest werden, würde ich mal sagen, ne? Und wenn ihr dann noch schöneres Fest haben wollt und mir ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann schaut ihr euch jetzt das Video auf der rechten Seite an. Rund um Lego und Racing und Festival. Binge das einmal durch. Da kommt natürlich in nächster Zeit eine Menge, Menge, Menge unterschiedlicher Content. Würde mich freuen. Like-Button, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Und gebt mir Flasse. Flop.